Warum wurde Guaido so schnell anerkannt vom Außenminister? Also ich weiß es nicht genau. Ich habe auch darüber nachgedacht. Also es gibt zwei Erklärungen für mich. Das eine ist natürlich, Heiko Maas ist seiner politischen Ausrichtung transatlantischer als seine Vorgänger. Ja, er ist von Anfang an mit schärferem Ton gegen Russland aufgetreten. Er hat keine Berührungsängste zu Rechtsextremen in Israel. Und er ist sozusagen, was das angeht, passt es eigentlich in die Linie. Manchmal frage ich mich, aber das ist auch Spekulation, ob es sozusagen da irgendwelche, keine Ahnung, auch Notwendigkeiten aus seiner Sicht gibt, sich so zu verhalten, was die anderen Konflikte mit den USA angeht. Also, dass man dann eher da den Schulterschluss macht und in den anderen Konflikten dann praktisch was bekommt. Das kann ich mir auch vorstellen, aber es ist letztlich, muss ich dann genauso spekulieren wie andere hier vielleicht auch, aber ich finde es trotzdem perfide. Also das ist richtig, aber es ist natürlich noch keine Analyse und es ist nicht, man kann vielleicht schon sagen, dass eine aggressivere Deutschlandpolitik in Lateinamerika sozusagen, dass wir gerade dabei sind, eine aggressivere Deutschlandpolitik zu entwickeln, also die Bundesregierung dabei ist. Ein Indiz dafür ist die Außenministerkonferenz, die am 28. Mai stattfindet. Das Auswärtige Amt hat sämtliche lateinamerikanischen Außenminister am Dienstag, den 28. Mai, nach Berlin eingeladen, außer dem venezolanischen. Deswegen habe ich den venezolanischen nach Aachen eingeladen am 29. Mai und hoffe, das kommt zustande. Aber das ist der möchte auch kommen, aber das weiß man natürlich nicht, was sonst passiert. Versorgungslage, ja, es ist nicht so dramatisch wie hier dargestellt, aber es ist natürlich ernst. Ja, man muss aufpassen, weil der Spin, der hier in der Darstellung oder das Framing, was hier in der Mediendarstellung war, sozusagen die Funktion vor allen Dingen hatte, dringend sozusagen einen Sturz herbeizureden von Maduro. Und deswegen auch diese Begriffe der humanitären Krise und so weiter. Und man hat ja vielmehr das Gefühl, wenn man deutsche Medien konsumiert, man muss jetzt dringend in Venezuela was tun, aber Jemen ist eigentlich, läuft so weiter. In Jemen haben wir tatsächlich eine humanitäre Katastrophe, das überhaupt nicht vergleichbar ist mit der Situation in Venezuela. Trotzdem wird es medial vom Empfinden her manchmal anders dargestellt. Das heißt nicht, dass es unproblematisch ist. Die Versorgung, es gibt riesige Probleme, die auch viel tiefer liegen als der Chavismus. Und vor allen Dingen mit dem Erdölreichtum. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind die Menschen die von den Ländern in Venezuela in die Ölzentren gezogen. Die Landwirtschaft ist völlig eingestellt worden dort. Wir haben fast gar keine Landwirtschaft mehr. Und der Chavismus hat das sozusagen nicht sozusagen drehen können oder wollen oder weiß ich was, oder man hat andere Prioritäten erstmal gesetzt. Aber Fakt ist, Venezuela muss fast sämtliche Lebensmittel importieren. Das ist dramatisch. Also ich finde das katastrophal als Bilanz auch eines linken Projektes. Ja, also, aber das ist der Befund. Das ist übrigens in Kuba auch teilweise so. Nicht so extrem wie in Venezuela, aber auch Kuba hat auch sozusagen große Probleme, Landwirtschaft zu entwickeln. Also es ist nicht so, dass die Menschen, wenn man durch Caracas geht, man sieht jetzt nicht direkt hungernde Menschen oder so, man sieht gelegentlich jemanden, der im Müll wühlt. Das habe ich so gelegentlich wahrgenommen. Meine Dolmetscherin, Begleiterin, linke Aktivistin auch in Venezuela, sagte mir, für sie ist das furchtbar, weil das hat es vor ein, zwei Jahren noch nicht gegeben. Das ist was Neues. Das hat es da praktisch, wir kennen das ja auch hier. War für uns auch Das war für uns dann irgendwann auch neu. Und es gibt natürlich auch,
bestimmte Krankheiten, die durch ja, Mangel im Gesundheitssystem jetzt, das offensichtlich da ist, aufkommen, wie Masern auch und Malaria in einzelnen Gebieten, also nicht flächendeckend, aber in einzelnen Gebieten. Das ist, was mir die humanitären Organisationen erzählt haben. Also ich finde, man muss es ernst nehmen und nicht verharmlosen, aber man darf diesen dramatisierenden Spin nicht übernehmen, wie er hier sozusagen in den Medien da ist. Und das ist ja auch das Problem von Maduro. Maduro weigert sich sozusagen, Begriffe zu verwenden zur Beschreibung der Lage, die genutzt werden können für Militärinterventionen. Responsibility to Protect, der Generalsekretär der lateinamerikanischen OAS, Organisation amerikanischer Staaten, hat ja vor 10 Tagen Militärintervention gefordert unter dem Hinweis auf Responsibility to Protect aufgrund der humanitären Situation in Venezuela. Und deswegen muss man sozusagen, sollte man jetzt nicht Begriffswelten übernehmen, die das sozusagen begünstigen. Russische Militärberater, ich habe das jetzt nicht wahrgenommen, ich weiß so viel wie ihr, also aus den Medien hier, ich glaube, das stimmt, aber vielleicht kann uns Mariana da mehr zu sagen, aber ich vermute mal, das stimmt. Russland hat ein großes Interesse. Russland und China haben, auch Indien jetzt mittlerweile, große Interessen, ökonomische Interessen, aber Russland hat noch ein stärkeres geopolitisches Interesse. Also Russland ist sehr aktiv dabei, dass sie sagen, wir wollen es verhindern, dass sozusagen ein Regime-Change nach dem anderen durchgeführt wird. Dann kommt Venezuela, dann kommt Kuba vielleicht, dann kommt der Iran und dann ist sozusagen der Rote Platz in Moskau Gegenstand des nächsten Regime-Change. Das ist sozusagen das geopolitische Denken und es ist auch sicher eine Strategie von einigen Kräften in den USA, die in diese Richtung geht und deswegen gibt es auch ein starkes geopolitisches Motiv von Russland, das bei Russland ausgeprägter ist jetzt als bei China oder anderen Ländern. Kurz zu den Medien als letzten Punkt. Ich war halt, als hier die Schnappatmung eingesetzt hat in den deutschen Medien, weil ich Maduro getroffen habe, ich meine, Wadefuhl, das hat der Johann Wadefuhl hochgezogen. Das ist ein CDU-Abgeordneter, ich kenne ihn sehr gut, der kurz vorher sich offenbar mit saudischen Regierungsvertretern getroffen hat und das auch sehr positiv auf Facebook dargestellt hat. Deswegen ist die Doppelmoral natürlich hier besonders krass. Der hat gefordert von der Fraktion, der Linksfraktion, mich aus allen internationalen Funktionen abzuziehen. Ja, hat natürlich keiner darauf reagiert. Aber als diese Schnappatmung losging, war ich gerade bei den Pemons im Urwald. Ich habe einen Haufen Medienanfragen gekriegt, auch von der Tagesschau, von Heike Böttcher und verschiedenen anderen. Ich konnte nicht reagieren. Die Kommunikationslage ist ohnehin ausgesprochen schwierig in Venezuela. Aber im Urwald, also geht gar nichts. Da ist einfach überhaupt gar nichts. Und auch in Caracas, ich kann nicht raustelefonieren. Ich konnte mit meinem Handy nicht, ich habe noch nicht raustelefoniert. Ich konnte angerufen werden, aber ich konnte nicht raustelefonieren. Und höchstens über, ich habe also nur über WhatsApp telefoniert, wenn ich Internet am Hotel hatte. Das war aber auch eben nur manchmal so. Deswegen war das sehr schwierig für mich und mein Problem war auch ein bisschen, dass ich dann unmittelbar danach, bin ja gar nicht nach Deutschland zurückgekommen, sondern nach Madrid und habe beim Prozess gegen die Katalanen ausgesagt in Madrid und war dadurch nochmal 2-3 Tage damit befasst. Deswegen habe ich jetzt auch viele Anfragen einfach nicht bearbeiten können. Ich hatte aber zum Beispiel jetzt vorgestern dieses Interview im Deutschlandfunk und ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat. Also ich hatte den Eindruck, dass der Fragesteller da eine Granate verschluckt hatte. Der war so, also ich habe ja schon viel erlebt, aber das war schon eine krasse Nummer. Manchmal frage ich mich, ich hätte vielleicht mehr in die Gegenoffensive gehen sollen. Auf der anderen Seite, ich habe so viele positive Zuschriften, so viele Leute, die sich aufgeregt haben über diesen Interviewer und gesagt haben, sie sind so ruhig geblieben. Vielleicht war es dann auch ganz gut so, ich weiß es nicht. Nachher ist man dann auch immer ein bisschen schlauer, aber
Ich werde auch sicher noch in den nächsten, ich habe auch viele Anfragen jetzt hier nächste Woche von, auch von anderen Stiftungen und so weiter, die wollen das natürlich wissen, auch im Auswärtigen Amt treffen. Die wollen natürlich, auf der einen Seite verurteilen sie mich, auf der anderen Seite wollen sie natürlich wissen, was hat Maduro gesagt oder was hat Arreaza gesagt, ne? Und wie schätzen sie das ein? Weil ich war jetzt da und ich war der einzige Abgeordnete aus Europa, der seit Januar, seit dem Beginn der Krise da war. Und ich werde wahrscheinlich auch einer der ganz, ganz wenigen bleiben, weil es ist nicht so einfach, da hinzukommen. Eine Sache vielleicht dazu, die meisten Fluglinien sind eingestellt worden, auf Druck der USA. Ja, Portugal hat zum Beispiel nicht eingestellt, weil der Staatspräsident interveniert hat. TAP Air, ich bin mit TAP Air geflogen, also ich bin nach Lissabon und dann von Lissabon mit TAP Air nach Caracas und auch so zurück wieder. TAP Air hat nicht eingestellt, weil der portugiesische Staatspräsident gesagt hat, nee, das können wir nicht machen. Es war ein privates Unternehmen, trotzdem gab es da sozusagen so eine Debatte, weil wir haben 3 Millionen portugiesischstämmige in Venezuela aber das Land wird isoliert. Über alle Maßnahmen, über alle Möglichkeiten, inklusive der Fluglinien. Lufthansa fliegt nicht mehr, beispielsweise. Der Flughafen in Caracas ist relativ verwaist, da passiert nicht viel. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, dahin zu kommen. Und Mariana kann ja erzählen, wie sie zurückgekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo war die Frage? Botschaft in Berlin, ja. Was können wir tun? Elsa war das. Also die Position der Bundesregierung ist ja gegenwärtig, dass sie zwar irgendwie noch weiter festhalten als Guaido, als Interimspräsident, dann wird da immer das Interim, kam dann irgendwann mal dazu. Und eigentlich, ja, das ist eine ganz komische Konstruktion auf Grundlage der venezolanischen Verfassung, die eigentlich nicht greift, aber auch nach dieser Konstruktion müsste er binnen 30 Tagen Wahlen abhalten. Und das ist ja schon längst vorbei, das sind ja 3 Monate mittlerweile. Deswegen ist das alles unglaublich dünnes Eis, auf dem sich sozusagen diese Anerkennungspolitik bewegt. Und nach sozusagen nach, auch nach, ich glaube, dass diese Studie des Wissenschaftlichen Dienstes und die Resonanz, die sie in den Medien gefunden hat, durchaus einen gewissen Druck ausgeübt hat auf die Bundesregierung, hier so irgendwie eine Linie zu finden, die irgendwie noch vertretbar ist. Und als dann Guaido den Otto Gebauer nach Deutschland geschickt hat, also seinen Botschafter, genau wie in die USA, der hat ja dann seinen Botschafter in die USA geschickt, dort soll er sozusagen, dort sollen dann die Vertreter jetzt von Guaido die Botschaft übernehmen. So ist ja Gebauer hier nach Deutschland geschickt worden von Guaido, der ja schon Putscherfahrung von 2002 hat, der sozusagen hier die Botschaft übernehmen sollte. So, und das hat aber dann die Bundesregierung nicht mehr mitgemacht, ja, sondern sie haben gesagt, wir behalten die Botschaft, dann muss man um das ganz normale, pragmatische, konsularische Tagesgeschäft weiter abwickeln zu können. Das läuft ja irgendwie noch sozusagen auf sehr niedrigem Niveau, aber wir betrachten Otto Gebauer als politischen Vertreter von Guaido und treffen uns dann mit dem und so weiter und so fort. Aber es ist ja nicht so, dass er hier die Botschaft... Deswegen ist dieser Konflikt hier nicht so wie in den USA gegenwärtig. Und deswegen glaube ich, dass jetzt auch so eine Bewegung um die Botschaft herum hier nicht so sinnvoll ist. Ich glaube, das Allerwichtigste hier wäre für Frieden, wenn man da sozusagen Solidarität äußern will, friedensaktiv sein will, wäre wirklich diese Lügen in den Medien, diese Propagandawelle anzugreifen, dem was entgegenzustellen, sozusagen. Ich glaube, das ist so, scheint mir so das Allerwichtigste gegenwärtig zu sein. Ich wurde nochmal nach China gefragt, wie karrierefördernd, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe ihn ja auch getroffen, bevor ich gefahren bin, habe ich ein Treffen gemacht mit Heike Hensel zusammen, mit Kriener, der dann schon ausgewiesen war, und dem Referatsleiter vom Auswärtigen Amt. Offizielle Position, Kriener hält sich in Berlin zu Konsultationen auf. Er ist ja nicht zurückgezogen worden. Die offizielle Position der Bundesregierung ist, wir beraten, der ist jetzt praktisch nach Berlin, Konsultationen zurückbeordert worden,
Und er soll jetzt bald wieder nach Venezuela zurückkehren. Da muss es aber eine Einigung geben. Und ich kann mir schwer vorstellen, nach den jüngsten Äußerungen von Maas, nochmal von Kolumbien aus, als der Putschversuch war, dass das so einfach wird aus deutscher Sicht. Aber die offizielle Position ist, sozusagen, wir wollen den zurückhaben und seine Geschäftsträgerin jetzt, die sozusagen die jetzige Botschaftsleiterin in Venezuela, mit der ich ja, die auch sehr dankenswerterweise die ganzen Termine organisiert hat und das auf der Ebene auch sehr gut funktioniert hat, die ist auch nicht mehr lange da. Also es ist schon, dann verweist sozusagen die deutsche Botschaft da, weil die wird auch bald nach Berlin zurückkommen. Es gab die Frage Südamerika, andere Länder. Ich sehe es schon ein bisschen so, dass wir in einem Prozess sind, dass wir auch nicht nur ein politisches Rollback, das ist auch sicherlich ein bisschen so der Fall, sondern auch ein organisiertes Rollback haben. Wir haben ja in Honduras den Putsch gehabt, darf man nicht vergessen, mit Beteiligung der Naumann-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, der FDP. Und wir haben ja auch in Brasilien eine höchst fragwürdige Präsidentschaftswahl gehabt, weil der eigentlich aussichtsreiche linke Kandidat oder halbwegs linke Kandidat Lula ja im Gefängnis ist und nicht antreten konnte. Und unter diesen Bedingungen dann Bolsonaro die Wahlen gewonnen hat, jemand, der explizit von der Tagesschau selbst als rechtsextrem und nicht als rechtspopulistisch eingestuft wird, aber massive Unterstützung hat auch von großen Konzernen, auch von deutschen Konzernen und auch Banken. Ja. Und ich habe da jetzt sehr wenig an Fragezeichen gehört, was die Anerkennung von Bolsonaro angeht und auch wenig Kritik als Heiko Maas daran. Also es gibt hier offenbar eine größere Strategie, die aufzuräumen mit diesen irgendwie linken Regierungen. Ich will ja auch nicht alles sozusagen schönreden, was da passiert aus linker Sicht, aber doch im weitesten Sinne auch Regierungen, die vielleicht auch eine ungehemmten Interessen von Marktzugängen und Rohstoffzugängen irgendwo im Wege stehen. Und das scheint mir eine größere Strategie zu sein, wo sich sozusagen leider auch die Bundesregierung mit einreiht. Zur Frage der Responsibility Protect hat noch jemand, wir haben immer wieder Debatten, ich sage das offen, auch in der Fraktion dazu. Es gibt durchaus auch Leute, die sagen, man sollte es nicht so rundweg ablehnen. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ich sehe es also als neues Instrument, was aufgebaut wird im Völkerrecht, um letztlich humanitäre Militärinterventionen zu legitimieren. Und die Mehrheitsmeinung ist sozusagen auch bei uns im Arbeitskreis internationale Politik auch in diese Richtung. Aber es gibt durchaus auch andere Stimmen. Die Stromausfälle. Man muss wissen, dass Venezuela, die Energieversorgung in Venezuela sehr zentralisiert ist. Und zwar von einem riesigen Wasserkraftwerk in Guri. Ich hätte mir das gerne angeschaut, wir sind aber nur dann drüber geflogen, als wir die Piemonts besucht haben. Ich hätte mir gerne sozusagen das Wasserkraftwerk auch angeschaut, das war dann leider nicht zu realisieren. Und 95% etwa der Strom- und Energieversorgung läuft über dieses Wasserkraftwerk. Schon traditionell, nicht erst durch den Chavismus so gewonnen. Und zweifellos ist es auch so, dass da sicherlich oft zu sehr auf Verschleiß gefahren wurde, so wie das die Deutsche Bahn hier in Deutschland auch macht. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich vermute auch, dass es, aber ich weiß dann auch nicht mehr als ihr wisst, dass sozusagen da nachgeholfen wurde. Maduro hat selbst bei dem Gespräch von Cyberangriff, von Cyberattacken gesprochen, also von Viren, gesprochen, die sozusagen in das System eingespeist wurden und die dann zu diesen Stromausfällen geführt hätten. Ich kann das nur so wiedergeben und zur Kenntnis nehmen, aber mir fehlen natürlich auch die Instrumente, um das zu verifizieren. Aber ich sag mal,
Es ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, wenn man sich mal anschaut, wie die anders genau gekommen ist. Das passte ja sozusagen mitten in diesen Plan hinein, Maduro zu stürzen, und von daher halte ich das jetzt nicht für völlig abwegig. Lopez, ich weiß nicht, der galt ja, der war ja im Hausarrest, der ist und das war das große Signal eigentlich am 30. April, am Vorabend vom 1. Mai, als plötzlich Lopez mit Guaido an dem Flughafen stand. Sie haben sogar den Eindruck erweckt, sie hätten den Flughafen eingenommen. In dem ersten Video hat man den Eindruck, sozusagen, sie sind mit einigen Soldaten umringt auf dem Flughafen, und das wäre natürlich ein ganz krasses Situation gewesen, weil es hätte bedeutet, dass sie die relevante Teile tatsächlich des Militärs auf ihrer Seite hätten. Das ist ein Militärflughafen in Caracas, ist nicht der zivile Flughafen, das sind zwei verschiedene. Ich kenne den jetzt auch nicht weiter, ja, also ich, aber gehört halt zu den auch den gewaltbereitesten Teilen der Opposition in Venezuela und gilt so ein bisschen als Ziehvater von Guaido. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es gibt wohl einen ganz guten Artikel, habe ich heute noch mal gesehen, auf Amerika 21 über die Hintergründe von Lopez, der schon ein bisschen älter ist, aber wohl sehr, sehr gut ist. Und ich kann auch nur dringend empfehlen, in dem Kontext Amerika 21 sich anzuschauen. Das ist wirklich eine ausgezeichnete, sehr nüchtern gehaltene, aber sehr kritische Webseite zu Informationen über Lateinamerika insgesamt, aber auch dann jetzt besonders zu Venezuela. Wie wird sich das weiterentwickeln? Ich weiß es nicht, natürlich. Ich will darauf verweisen, dass es ja nicht nur die größten Ölvorkommen gibt, sondern offenbar auch gigantische andere Rohstoffe, inklusive Gold, in dem sogenannten Arco Minero, also in einem Gürtel sozusagen im Süden Venezuelas, im Urwald eigentlich, auch da, wo wir dann waren, und gigantische Interessen damit aktiviert werden. Viele dieser Vorkommen sind erst jüngst in den letzten Jahren bekannt geworden. Und das Dramatische und Tragische, was jetzt gerade stattfindet, ist auch, dass die jetzige Regierung Konzessionen vergibt an Unternehmen zur Ausbeutung dieses von bestimmten Vorkommen dort, weil sie dringend irgendwie, weil den Rücken zur Wand steht und dringend irgendwie Geld braucht, was aus linker und sozialistischer Sicht eigentlich überhaupt nicht akzeptabel ist. Also auch also an die Unternehmen, das ist auch unter Ausschluss dann zum Teil der Öffentlichkeit in Venezuela, es ist auch damit unter Bruch der venezolanischen Verfassung, aber die Dramatik der Situation führt jetzt in diese Richtung. Und das finde ich ganz schlimm. Empfinden, letzter Punkt. Also wenn ich nur auf der venezolanischen Ebene bleibe, ist mein Empfinden, diese Regierung ist sattelfest. Diese Regierung ist sattelfest. Sattelfest. Also nur vom Empfinden auf der Ebene, ohne die internationale Ebene dazu zu nehmen. Ich habe also sehr, also das betrifft halt jetzt die Gespräche mit Regierung und Opposition. Ich habe sehr, sehr viele Leute getroffen, die Dissidenten sind, die Chavisten sind, Ex-Chavisten waren, Minister waren, soziale Bewegungen, und es gab praktisch einhellig eine Stimmung dort, die gesagt hat, wir kritisieren sehr, sehr viel an Maduro, aber wir haben auch einen gewissen Freiraum, also die sozialen Bewegungen haben das gesagt, wir verteidigen diese Regierung auch, weil wir Freiräume haben für unsere Projekte, für unsere Vorstellungen unter dieser Regierung. Aber wenn die Opposition rankommt, dann sind wir alle dran. Ja, so, dann ist das so wie in Brasilien. Dann wird versucht, der Chavismus mit Stumpf und Stiel auszurotten. Das ist eine breite Angst von sehr vernünftigen Leuten. Und deshalb gibt es sehr viele Menschen in Venezuela, vor allen Dingen aktive, also politisch aktive Menschen, die zwar jetzt nicht Regierungsanhänger sind, aber die immer in diesem Konflikt
sich auf Seiten der Regierung gegen diese rechte Opposition stellen würden. Das war meine Einschätzung. Und dann gibt es in der Breite sozusagen der Bevölkerung, da gibt es die sogenannten Ninis, habe ich dann gelernt, Regierung noch Opposition, und die schwanken halt so natürlich. Ja. Und da war es tatsächlich so, dass am 23. Januar in dieser, zum ersten Mal es die Opposition geschafft hatte, Teile der Barrios, der armen Schichten, auf ihre Seite zu ziehen. Das war ja immer so, dass die Opposition in den Mittelschichten verankert war, im Osten Venezuelas verankert war, in Altamira und so, wo die Mittelschichten wohnen. Und die Armen, Viertel, die Barrios, tendenziell eher auf Seiten des Chavismus waren. Das ist schon seit Jahren und Jahrzehnten ziemlich, also durchaus eine Art Klassenkampf, wenn man so will. Und am 23. Januar sind durchaus, Ärmere halt rübergegangen, aber die sind schon wieder zurück, weil sozusagen erst noch mit dieser verrückten Anerkennungsnummer, das haben sie nicht mehr mitgemacht, und dass die ganzen Drohungen von außen, von den USA, führen natürlich auch dazu, dass auch Teile dann der Schwankenden sich jetzt wieder auf die Seite der Regierung stellen, auf die Seite von Maduro stellen. Das erklärt auch, warum der 1. Mai so stark war. Ihr habt vielleicht die Bilder gesehen, die waren zwar nicht hier in den Massenmedien, aber gegenüber den sozialen Medien, der 1. Mai, der Peshof war sehr, sehr groß und sehr stark. Warum wurde Guaido nicht verhaftet? Ich weiß nicht, also vorher, wo er unbekannt war, keine Ahnung, aber ich glaube, aktuell habe ich schon den Eindruck, dass Maduro versucht, alles zu verhindern, was sozusagen als Vorwand für eine Intervention genommen werden kann. Ich denke, eine Verhaftung von Guaido würde wahrscheinlich dann als Vorwand für ein militärisches Vorgehen genommen werden. Das ist jedenfalls meine Erklärung dafür. Debatten im Bundestag, wir sind auch heftigst, als Linke, heftigst geprügelt worden von den anderen Fraktionen. Es gab eine Aktuelle Stunde dazu, aber es müsste natürlich viel, viel mehr auch sozusagen stattfinden, aber es gab eine praktische Debatte im Plenum. Da hat Jan Korte für uns geredet. Das war eigentlich weitestgehend eine gute Rede. Ich teile nicht ganz die Einschätzung zur Präsidentschaftswahl, die er da getroffen hat, aber sonst fand ich das ziemlich gut. Mit der Aussage, die er da gemacht hat, das Zeitalter US-geführter Putsche in Lateinamerika muss ein für alle Mal zu Ende sein. Das fand ich einen sehr guten Satz. Ein Satz, den wir auch in unserem Vorstandsbeschluss von Ende Januar drin haben. Das war eigentlich gar nicht so schlecht aus meiner Sicht. KP Venezuelas, ich habe mich mit Carolus Wimmer getroffen und auch dann mit dem Vorstand der Kommunistischen Partei. Ich fand das vor allen Dingen das Gespräch mit Carolus Wimmer ausgesprochen erhellend. Ich bin in engem Kontakt mit ihm. Er sieht es auch als antiimperialistischen Kampf. Er hat den 1. Mai auch als Erfolg gewertet und selbstverständlich, das ist ja ein bisschen warum wir das auch so machen, brauchen wir natürlich diese antiimperialistischen Bündnisse. Ich bin dafür, dass wir den Begriff des Imperialismus, der aus dem linken Sprachgebrauch in den letzten 25 Jahren ziemlich verschwunden ist, verdrängt wurde, nicht mehr auftaucht, dass wir ihn sukzessive wieder in den Sprachgebrauch einführen. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Maduro hat sehr häufig den Begriff Supremacist verwendet. Supremacist, ne? Das ist nicht Unterdrücker. Es gibt praktisch keinen deutschen entsprechenden Begriff mehr. Er hat auch von Imperialismus gesprochen, aber auch von Supremacist. Ich finde, wir brauchen zum Beispiel einen Begriff, der das zum Ausdruck bringt. Was heißt das? Das Überlegenheitsdenken einer Nation gegenüber einem anderen. Er hat das vor allen Dingen in Bezug auf die USA gesprochen. Das ist nicht direkt Imperialismus, es ist auch nicht direkt Rassismus, es ist noch was anderes. Das hatten wir mal früher. Ich wollte es gerade sagen, wir hatten es früher speziell auf Deutschland, das Herrenmenschentum.
oder in Bezug auf Nationalchauvinismus, chauvinistisch. Der Begriff des Chauvinismus versteht aber heute keiner mehr, weil er in den 70er Jahren verständlicherweise auch sozusagen vom Feminismus halt übernommen wurde. Und wenn du heute Chauvinist sagst, hat das nichts mehr... Bitte? Damit entleert. Ich will das jetzt nicht sagen entleert, das ist ja, mag ja auch berechtigt sein, ich will das jetzt gar nicht kritisieren, aber es ist erstmal so da, dass der Begriff Chauvinismus, wenn ich jetzt in der Bundestagsrede sage, das ist aber chauvinistisch, dann versteht das keiner in dem Sinne. Ich sage mal gelegentlich nationalchauvinistisch, um das sozusagen in die Richtung zu öffnen, weil der Begriff des Nationalismus fasst es überhaupt nicht. Nationalismus kann alles Mögliche sein. Ja, das kann, Maduro ist ja auch aus Sicht der hiesigen Nationalist, weil er die Interessen des Landes versucht zu verteidigen. Der Begriff fasst es überhaupt nicht. Das ist ja der Modebegriff heute. Deswegen, wir brauchen einen Begriff, der dieses imperiale Denken, das Überlegenheitsdenken, das suprematistische Denken sozusagen, das chauvinistische Denken, das sozusagen zum Ausdruck bringt, das ist aus dem deutschen Sprachgebrauch weitestgehend verschwunden. Das ist weg. Früher war es Chauvinismus, aber das ist sozusagen nicht mehr in diesem Sinne, wird nicht mehr verstanden. Weil ich finde es unerträglich, dass sich 50 Staaten hinstellen und sagen, wir bestimmen, wer sozusagen legitimer Präsident ist und wer nicht. Und wir bestimmen, ob diese Wahl korrekt war oder ob sie nicht korrekt war. Die sind nicht dazu befugt. Das ist eine Minderheit der Weltgesellschaft. Und die Organisationen, die dafür zuständig sind, werden beiseite gedrängt. Wenn das überhaupt jemand machen kann, dann ist es die UNO oder in einem bestimmten Raum die OSZE und so weiter. Aber die erheben sich, und das Denken ist so unerträglich, im Bundestag, im Europaparlament, so unerträglich, wie sich da sozusagen einfach erhoben wird, ohne dafür legitimiert zu sein. Und ich finde, wir brauchen Begriffe letztlich, die das kritisieren und zum Ausdruck bringen. Das Problem ist aber auch in den Friedens- und linken Kräften, zum Beispiel gegenüber Assad, dass hier gesagt wird, der ist nicht richtig für Syrien. Das gleiche Problem. Ja, das ist, und da muss man wirklich auch zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist die internationale Politik. Da muss man halt sagen, es geht nicht, auch Assad, und auch wenn er vielleicht schlimm ist und so weiter, es geht nicht, diese Probleme mit auf die Art und Weise mit Regime-Change. Es ist auch immer in die Hose gegangen, so heranzugehen, sondern es muss sozusagen souverän aus dem Land herauskommen. Und das ist unabhängig dann davon, wie man jeweilig die Person beurteilt. Wir sehen es doch schon seit vielen Jahren. Assad, Saddam Hussein, Gaddafi, Janukowitsch, die wurden immer als Teufel aufgebaut. Die waren dann sozusagen richtig zum Hass freigegeben in den deutschen Medien. Und dann kam sozusagen der Krieg Putin dann. Ja, ich finde, das muss ein für alle Mal zu Ende sein. Was kann man tun? Es ist ja schon viel gesagt worden. Ich finde das großartig mit der Veranstaltung am 28. Mai in der Urania. Ich versuche gleich das dann am 29. Mai in Aachen, das passt ja auch gut zusammen dann. Und wenn Ariasa kommt, kann er ja vielleicht beide Termine wahrnehmen. Weil in Aachen, wir haben immer den Karlspreis am 30. Mai, am Christi Himmelfahrt. Und wer kriegt den Karlspreis dieses Jahr? Guterres. Ja? So, deswegen ist sozusagen das Frage des Völkerrechts, der UNO, liegt sozusagen für uns dort auf die Hand. Deswegen versuchen wir das sozusagen da zu spielen. Genau, das war es eigentlich, also wichtigsten politischen Forderungen, Rücknahme dieser Anerkennung, dieser furchtbaren Anerkennungspolitik. Es gibt durchaus, hat auch noch jemand gerade angesprochen, durchaus Leute, die sozusagen hinter geschlossenen Türen sagen, na, eigentlich sehen wir gar nicht so gut aus mit dieser Außenpolitik jetzt dort, kommt ja auch manchmal in etwas reflektierteren Medienartikeln zum Ausdruck. Heiko Maas sieht nicht gut aus mit dieser Politik und so weiter. Das ist ich sehe das so, dass man da durchaus was bewegen kann. Also es ist nicht entschieden, aber Rücknahme dieser Anerkennung, klare Ablehnung von Wirtschaftssanktionen, ich finde auch von den anderen Sanktionen, sie sind politisch verheerend, sie sind nicht so, aber auch in der politischen Dynamik verheerend und natürlich der Drohungen und eben Solidarität mit der Bevölkerung gegen diese Intervention von außen. Das ist das, was wir
zum Ausdruck bringen müssen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.